Boom! What's up, my people? It's your boy, Mejor the Flyers, yes sir. Ey, wir sind wieder back at it again mit einem Reaction-Video. Heute haben wir wieder mal den Lionel. Ey, der Lionel ist gerade am durchgehen, ja? Weekly Uploads, I see you. Er macht Ask Bern. Links autonom ist nice. Keine Ahnung, was das heisst, aber man, wir ziehen uns mal rein. Ich fach nicht lange rum. Wir spielen gerade dieses Video. Ich verkaufe Kinderspielzeug. Was jetzt? Nein, Spaß. Kinderspielzeug und in so einem Wagen. Du weißt, wie es in der Schweiz ist. Wir sind ein bisschen verschlossener dort drin, gell? Man bleibt bescheiden. Genau. Möchtest du mir irgendeinen Hint geben oder ist das alles, was ich dir aus dir rausbekomme? Digital. Du hast wahrscheinlich dein eigenes Unternehmen. Nein. Nein, okay. In dem Fall ein guter Lohn. Okay, herzlichen Dank und eine schöne Fahrt noch. Ciao. Uch. Saletti Spaghetti, hier ist der Lionel. Ich bin heute nach Bern gefahren und habe eine kleine Idee. Bern ist wirklich, muss ich sagen, wo ich letztes Mal gewesen bin, wo ich eine Szene in Bern gemacht habe, wirklich sehr entspannt. Chillige Leute dort, wirklich. Also ich kann nicht haten gegen Bern. Wirklich, Bern ist... ist Szene gewesen. Idiotentest mit dabei und hinter der Kamera steht einer von den beiden Dudes vom Swiss Med Talk. Dort geht es um Medizin und sie ist gerade unten verlinkt. Jetzt geht's los. In welchem Kanton ist eigentlich Chur? In Chur? Chur, ja. Chur. Fuck. Kanton Solothurn? Ja. Ich. Hast du das nicht gekannt? Nein. Ey, wie schon gesagt, meine Geografie hier in der Schweiz ist ass. Länder kenne ich. Kantone, Städte, auch noch shit. Nein, ich weiß nicht. Chur ist nicht im Kanton Uri und Chur ist kein eigener Kanton. Bist du schon mal in Chur gewesen? Ich bin gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, welcher Kanton. Wo du in Chur gewesen bist? Was ist das für eine Stimme? Du bist in welchem Kanton hast du dich befunden? Ich weiß nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. In welchem Kanton ist eigentlich Chur? Chur? Chur, ja. Okay, ich kann jetzt nicht über die anderen ablachen, weil ich kann selber nicht... Ich bin jetzt Chur gewesen. Graubünden. Richtig. Ich war doch gerade dort gewesen. Schweiz? Also im Kanton Schweiz? Ich glaube, ich weiß es nicht. Zweiter Versuch, Chur. Das hätte ich auch schon wissen können. Ist Chur nicht selber ein Kanton? Würdet ihr den Bernerinnen und Berner empfehlen, euch in der Ostschweiz zu besuchen? Ich habe das Gefühl, Bern hat mehr zu bieten. Und ich glaube, die meisten sind eher enttäuscht, wenn es auf St. Gallen kommt. Wenn ich dir das Wort Bern sage, welche drei Adjektive kommen dir in den Sinn? Sorry, was ist das? Enttäuscht, wenn es auf St. Gallen Wenn ich dir das Wort Bern sage, welche drei Adjektive kommen dir in den Sinn? Gute Frage. Ich sage jetzt mal... schön, entspannt und freundlich. Adjektiv? Ja. Oh. Das ist Ferien. Bright to be, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Polter oben. Wie heißt du? Milfler. Hallo. Gib mir den. Manuela. Manuela. Und wann ist der grosse Tag? Am 26. August. Was würdest du sagen, was kann die Schweiz von Bern lernen? Dass wir die Hauptstadt sind. Einfach ein bisschen chilliger sein, weißt du, ein bisschen Sachen langsam machen. Ja, genau. Ein bisschen smoken. Ja, genau. Ein bisschen. Was würdet ihr sagen als Nicht-Berner? Was kann die Schweiz von Bern lernen? Ja, Bro, trink mal nicht so das Bier den ganzen Ich finde die linke Szene in Bern recht cool. Und ich finde das recht nice, dass es so ein grosses autonomes Zentrum gibt im Vergleich zu anderen Sachen in der Schweiz. Dreitale Mai. Ja, voll. Ich meine, zum Beispiel in St. Gallen gibt es nichts Sottiges. Und auch in Zürich sind sie ja mega am Kämpfen. Und jetzt das Gefühl, da kann man schon echt viel von Bern lernen, also Stadt Bern vor allem. Die schöne Kultur von der Reithalle aus der Stadt Bern. Was so Bern will, ist Bärengraben. Das ist wirklich tough, wirklich nice. Word. Welche Person im Bundesrat kommt aus dem Kanton Bern? Ich und Politik, weiss nicht, das müsst ihr mich nicht fragen. Nein, ich und Politik sind auch nicht die beste Freunde. Sie ist bei der SP, ist sie dem noch links oder rechts? Ich rate, ich sage rechts. Die rechte SP, was meinst du? Die rechte Sozialdemokraten? Eher auch rechts. Okay. Die letzte... Oh,
Hell Girl! Yo! Es ist rechts extrem. Damn! Wieso, Mann? Die National- und Ständeratswahl war ja im Jahr 2019 und sie findet alle 4 Jahre statt. Wann ist also die nächste? Wie 2023? Absolut korrekt. Fantastisch. Yes, wann ist demnach die nächste? Das ist mir schnell gegangen. Ich wiederhole die Frage. Alle 4 Jahre, das letzte Mal 2019. Wann ist das nächste Mal? In 2 Jahren. Im 2024? Nein, 2023. Haben wir schon Sorgen gemacht, welche Partei ihr denn supporten werdet? Ich bin zwar nicht so politisch, aber ich bin immer für die SP. Auch schon die SP. SP? Ja, also keine, es gibt halt wie nicht so eine grosse Wahl, wenn man eher linksorientiert ist. Aber halt am ehesten schon so die SP oder so. SP und Grüne auch. FDP. Nicht SVP, FDP. Wieso FDP? Also, die sind neutral. Ich habe bislang heute wirklich nur SP und Grüne gehört. Also, nein. Ja, die sind confident, die sind neutral gehabt. I got you, okay. Einmal FDP, aber SVP hat es hier glaub, gar nicht gegeben. Ist es gut? Das ist sehr gut, ja. Okay. Ciao. Okay, bis zum nächsten Mal. San Francisco. Tschüss, Co. San Francisco? Ist das an mich gewesen? Wir haben den Flyer Francisco. What am I mother? Yo, man. Lionel. Shout out my boy, man. What am I mother? Hey, nächste Woche kommt Teil 2. Ja, ich hatte schon gedacht, es war ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich sehr kurz. Check mich aus auf TikTok, Twitch, Insta, @mehorfrancisco. Ihr wie um mich. Ich bin euer Boy NML. Peace!